muss eine Priorität sein für die EVP. Danke, Frau Kukowitsch. Herr Stadler. Noch eine Minute 30. Herr Kommissar, nach dem sogenannten Pferdefleischskandal hat man den Konsumenten versprochen, die Einführung eines Frühwarnsystems, die Verbesserung der Lebensmittelüberwachung und mehr Transparenz bei der Lebensmittelkette. Und jetzt sieht der Verordnungsentwurf von Ihnen genau das Gegenteil vor, eine Geheimhaltungspflicht. Der Beamte muss abwägen, ob das geschäftliche Interesse größer zu bewerten ist oder das öffentliche Interesse an der Publikmachung. Das ist ein Problem, das angesichts der Klagsdrohung, die im Raum ist, und das hat das deutsche Verbraucherinformationsgesetz bereits gezeigt, immer dazu geführt hat, dass die Beamten ihre Erkenntnisse über die Lebensmittelkontrollen geheim gehalten haben. Das liegt nicht im Interesse des Konsumenten. Und ich möchte auch bei den anderen zwei Vorlagen, bei der Tiergesundheit und bei den Pflanzenschädlingen, der zweiten Kammer des österreichischen Parlaments zustimmen, die eine Subsidiaritätsrüge geschickt haben. Der Verordnungsentwurf zur Tiergesundheit sieht 130 delegierte Rechtsakte vor. Und das zum Teil bei langfristigen Präventionsmaßnahmen. Und ich bin auch der Meinung, dass die Probleme, die beim Schädlingsbefall und bei Krankheitsausbrüchen bei Pflanzen auftreten können, meistens regional sind. Es ist ganz selten, dass es einmal überregional ist. Wozu brauche ich daher eine europaweite Regelung dafür? Da genügen auch nationale Regelungen, sodass hier überhaupt kein Regelungsbedarf vorhanden ist. Das sieht die zweite Kammer des österreichischen Parlaments so und das sehe ich ebenfalls so. Und daher werde ich alle drei Vorlagen ablehnen. Merci, Monsieur Stadler. Nous passons maintenant à la procédure. Schönen Dank. Jetzt geht es weiter mit den spontanen Wortmeldungen. Herr Mikolaschik, bitte. Merci, Madame la Présidente. Schönen Dank, Frau Präsidentin. Ich darf mich potravinových škandáloch, ktoré by sa nesmeli opakovať, nemali by sa opakovať. Poznáme smutnú